Wo immer in der Your Zone was los ist, wir sind für dich da. Yours FM on Tours. Hier am Flughafen Dortmund und viel los ist hier jetzt nicht unbedingt, obwohl man eigentlich meinen sollte, in den Sommerferien geht es hier richtig rund. Und neben mir steht jetzt der Marvin. Der Marvin, der hat nämlich ein Praktikum bei der Flughafenfeuerwehr in Dortmund. Und Marvin, erzähl uns doch mal, wie hast du dieses Praktikum eigentlich bekommen? Also ich habe mich beim Flughafen Dortmund beworben und gefragt, ob ich da halt ein Praktikum für 2 Wochen machen kann, in den ersten meinen Wochen, in den Ferien. Ja, und dann hat mich nach ein paar Wochen ein Mann vom Flughafen angerufen und gefragt, ob ich da noch Lust zu hätte. Dann hat der halt gesagt, wenn du Lust hast, kannst du noch 2 Wochen zu kommen. Hier ist es ja jetzt nicht unbedingt ziemlich voll vor den Gates, aber es ist ziemlich warm hier in dem Terminalgebäude. Bist du eigentlich hauptsächlich drin oder verscheuchst du draußen hauptsächlich Vögel? Also hauptsächlich Vögel verscheuchen, kurz bevor die Maschinen landen und starten. Und ja, sonst halt Fahrzeugpflege und Wartung. Und am Freitag war ich bei der Flugsicherheit, also Parkleitsysteme. Und gestern bei der Feuerwache 4 in Hörde und da in der Schulung. Was macht man bei dieser Schulung? Also da am Montag war das Thema technische Leistung PKW. Das heißt, wie man die Leute aus den Autos rausholt am besten und wie man die halt Autos dann praktisch aufschneidet sozusagen. Wir stehen jetzt hier oben auf der Brücke über dem Gates und ich stehe hier immer noch mit Marvin. Sag mal Marvin, wie sieht das eigentlich aus? Darfst du überhaupt mit zu einsetzen, wenn es mal brennt? Also zu einsetzen darf ich nicht, weil ich noch keine 18 bin. Aber eigentlich nicht, aber naja, wenn ich schon mal dabei bin, dann... Wie ist es denn inoffiziell? Nehmen Sie sich denn dann trotzdem vielleicht mit? Also wenn ich schon mal auf dem Fahrzeug sitze, wir fahren gerade über das Vorfeld und da kommt ein Einsatz, dann klar können Sie mich nicht rausschmeißen, weil ich muss immer einen neben mir haben von der Feuerwehr und dann kann ich halt schon mal mitfahren. Wie sieht es denn aus, wenn es einen Brand gibt? Was macht ihr denn als erstes? Also erstmal muss ein Fahrzeug von uns, das muss innerhalb von 1 Minute nach der Alarmierung überall am Flughafen sein und schon Löschmittel abgegeben haben. Das heißt Wasser, Schaum, CO2 oder Pulver. Ja gut, 1 Minute, das klingt jetzt ein bisschen utopisch, also ein bisschen wenig. Ja, das geht eigentlich relativ schnell. Das Fahrzeug hat keine Beschränkung ab 80 km/h, das heißt, wir können das bis 140 hoch schrauben und dann geht das eigentlich schon relativ gut. Ist das eigentlich ein angenehmes Praktikum? Wann fängst du denn morgens an? Kannst du wenigstens ausschlafen? Also ausschlafen kann ich schon, weil ich relativ früh aufstehe, aber ich fange hier 7.30 Uhr an und dann bis 14 Uhr. Alles klar, das war nochmal Marvin. Das war's dann von mir aus dem Dortmunder Flughafen und jetzt nochmal zurück zu euch. Wo immer in der Your Zone was los ist, wir sind für dich da. Yours FM on Tours.